Einer der deutlichsten Beweise ist die, also die stärksten Beweise der Gegner. Sie sagen, Allah sagt im Koran al-Karim, La tudrikuhu al-Absar. Das heißt, ihn umfassen die Blicke nicht. Das ist Surah Nummer 6, Vers 103. Ihn umfassen die Blicke nicht. Und ebenso eine zweite Ayah in Surah Nummer 6, Surah Nummer 7, Vers 143, Surah Al-A'raf. قَالَ لَنْ تَرَانِي. Er sagt, du wirst mich nicht sehen. Das ist die Ayah, in der Allah Azza wa Jalla zu Musa spricht, alayhi salatu wa salam. Er sagt zu ihm, du wirst mich nicht sehen. Das sind die vielleicht stärksten Argumente aus dem Koran, Al-Karim, die sie diesbezüglich erwähnen. Und natürlich, wie gehen wir bei solchen Sachen vor? Wir, erstmal sind wir fest davon überzeugt, dass es im Koran Karim keine Widersprüche gibt. Also es kann nicht sein, dass es ein Widerspruch gibt, weil Allah ist derjenige, der es gesprochen hat. Und das ist Nummer eins. Nummer zwei, du musst immer aufpassen, die Argumentation oder die Argumente, die beide Parteien erwähnen, Partei Nummer eins, die sagt, man wird Allah sehen, und Partei Nummer zwei, die sagt, Allah wird nicht gesehen werden, diese beiden Beweise, jedem der Argumente, die sie erwähnen, gibst du ein bestimmtes Gewicht. Jedes Argument, jedem Argument gibst du eine bestimmte Menge an Gewicht. Das heißt also, eine klare Aussage ist nicht so wie eine mehrdeutige Aussage. Ein authentischer Hadith ist nicht so wie ein nicht authentischer Hadith. Ein Beweis aus dem Koran ist nicht wie ein Beweis aus dem Hadith. Und so weiter und so fort. Versteht ihr? Das heißt, ich kann nicht von vornherein sagen, ja stimmt, die haben auch ihre Argumente. Das heißt, du bist schwach. Das heißt, du hast nicht das Werkzeug gelernt, die Beweise gegeneinander abzuwiegen. Also wenn es heißt, und das machen wir jetzt an dem einen Beispiel klar. Am Beispiel mit Musa a.s. Worum geht es? Musa sagte im Koran, direkt zu Allah azza wa jall, Rabbi, mein Herr, arini anzur ilayk, zeig dich mir, damit ich dich sehen kann. Er wollte genau das, worüber wir reden. Da sagte Allah azza wa jall zu ihm, lan tarani, du wirst mich nicht sehen können. Du wirst mich nicht sehen können. Jetzt, bevor wir anfangen, die Argumente auseinanderzunehmen, gucken wir diese Ayah an, du wirst mich nicht sehen können. Allah spricht zu Moses, du wirst mich nicht sehen können. Und die andere Ayah, Allah sagt über die Paradiesbewohner, إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ, während sie auf ihren Herrn schauen. Also kannst du schon von vornherein einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Versen erkennen. Der klare Unterschied, also beides geht eindeutig um das Sehen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber der Unterschied ist eindeutig, das eine handelt vom Jenseits und das andere handelt vom Diesseits. Das ist der Entscheidende. Es gibt noch andere Unterschiede, aber das ist der entscheidende Unterschied. Und wir diskutieren ja gar nicht über das Sehen Allah vom Diesseits. Das ist ja gar nicht das Gegenstand unserer Diskussion. Gegenstand unserer Diskussion ist, dass die Paradiesbewohner Allah im Jenseits sehen werden. Darum geht es. Und dieses Argument oder dieser Glaube kann nicht entkräftet werden oder widerlegt werden durch eine Ayah, die sich auf das Diesseits bezieht. Logisch. Das ist schon mal der erste Punkt. Trotzdem klammern natürlich andere an diese Ayah fest und sie sagen eben Folgendes. Sie sagen, dass Allah zu seinen Propheten sagte, du wirst mich nicht sehen können. Und das ist ja, welche Form? Vergangenheit, Präsenz oder Zukunft? Das ist keines von diesen dreien gewesen. Natürlich Zukunft. Okay? Du wirst mich nicht sehen können, ist Futur. Also das ist Futur 1. Ja? Und dieser Futur 1, sagen sie, bezieht sich auf das Diesseits und auf das Jenseits. Denn was in der Zukunft ist, ist nicht nur dieses Leben bis zum Tod, sondern auch wenn sie gestorben sind und auferstehen, gehört immer noch zur Zukunft dazu. Und da Allah zu ihm sagt, du wirst mich nicht sehen können,
sagt sie, es gilt also fürs Diesseits und das Jenseits. طيب, schauen wir uns an. In Wirklichkeit ist diese Ayah sogar ein Argument dafür, dass Allah gesehen werden kann. Und darauf kommen natürlich die Ulama, rahimahumullah ta'ala, durch ihr tiefes Verständnis dieser Ayat. Nummer 1. Wie kann man denken über einen Propheten, über einen auserwählten Menschen, über einen Rasul von Allah Azza wa Jalla, über jemanden, der sogar zu den 5 edelsten Rasul überhaupt gehört, dass er nicht wusste, dass man seinen Herrn nicht um so etwas bitten darf? Das ist schon mal das erste Totschlagargument. Denn wir reden hier von jemandem, der Wissen hat über Allah subhanahu wa ta'ala, mehr als du und ich jemals Wissen haben werden. Jemand, von dem Allah Offenbarung eingerichtet wird. Jemand, der so viel Taqwa hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn nicht, dass er selbst niemals absichtlich eine Sünde begehen wird. Das heißt also, die Vorstellung, dass dieser Rasul, das wäre ja vergleichbar ähnlich, wie wenn du sagen würdest, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte das nicht gewusst, dass man das nicht darf. Diese Vorstellung ist abwegig an sich. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Allah subhanahu wa ta'ala, als Moses zu ihm gesagt hat, mein Herr, zeig dich mir, hat Allah azza wa jal gar nicht ihm übel genommen, dass er diese Frage gestellt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat Moses nicht übel genommen, dass er ihn um die Sache gebeten hat, sondern Allah, im Gegensatz zu Nuh alayhi salatu wassalam, als Nuh zu seinem Herrn sagte, warum hast du mich gerettet und meinen Sohn nicht gerettet, obwohl du doch uns versprochen hast, dass du meine Familie retten wirst? Da hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn getadelt dafür und hat zu ihm gesagt, ich warne dich davor, damit du nicht zu den Toren gehörst. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Das hat ihm diese Bitte oder diesen Dua übel genommen. Aber Allah hat Musa das Dua nicht übel genommen. Das heißt also, seine Bitte war nicht fehl am Platz. Sondern, was sagte er? Du wirst mich nicht sehen können. Lan tarani. Oder wortwörtlich, du wirst mich nicht sehen. Und dass diese Aussage sich sprachlich gesehen beziehen darf auf die Situation, in der sich Moses befindet, ist unumstritten. Also sprachlich gesehen spricht nichts dagegen, dass man sagt, es geht um die Situation, in der Moses Allah darum gebeten hat und die Situation wird Allah ihn nicht dazu bringen, dass er ihn sehen kann. Insofern ist das zweite Argument war, dass Allah Azza wa Jal ihm diese Frage gar nicht übel genommen hat. Weil wenn diese Frage, denn ihr müsst ja verstehen, diejenigen Menschen, die sagen, Allah wird man nicht sehen können, sie sagen, das ist eine schwere Sünde zu glauben, dass man Allah sehen darf. Sie sagen, es ist eine Katastrophe, man kann Allah nicht sehen. Weil wenn du sagst, man wird Allah sehen, das würde ja bedeuten, dass er wie ein Mensch ist. Denn Menschen und Geschöpfe und Bäume und Pflanzen, die kann man sehen. Aber wenn du Allah sehen kannst, dann wäre er wie seine Geschöpfe. Deswegen sagen sie, man kann ihn nicht sehen. طيب. Natürlich, dieses Argument ist von Grund auf falsch, aber das ist, sie sehen das ja als Sünde, wenn man das sagt. Also, dann hätte ja Moses eine Sünde begangen, als er Allah darum gebeten hat. Hat er aber nicht. Und deswegen kann also seine Bitte an sich nicht falsch gewesen sein. طيب. Drittens, die Antwort Allahs hat nicht Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt? Er hat gesagt, du wirst mich nicht sehen können. Er hat aber nicht gesagt, man kann mich nicht sehen. Wenn er gesagt hätte, man kann mich nicht sehen, es ist unmöglich, mich zu sehen, inni la ura, auf Arabisch, man kann mich nicht sehen, dann hätten wir gesagt, es ist ein Argument. Aber er hat es nicht gesagt. Und die Antwort, und der Unterschied in diesen beiden Antworten ist, denke ich, deutlich. Und deswegen, warum kann Moses Allah Azza wa Jalla diesen Moment nicht sehen? Weil Moses a.s. nicht diesen Körper hat und diese Kraft hat, um diese Göttlichkeit sehen zu können. Und der Beweis ist das vierte Argument. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ.
Allah sagte, du wirst mich nicht sehen können. Aber schau auf den Berg. Wenn der Berg an Ort und Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen können. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt ihm, ich werde, damit du verstehst, Moses, werde ich mich dem Berg offenbaren. Der Berg wird mich sehen. Aber du wirst sehen, dass dieser Berg es nicht aushalten wird und er wird wie Pulver und Staub zusammenfallen. Damit du verstehst, dass du es auch nicht aushalten wirst, aber wir wollen nicht, dass mit dir das Gleiche passiert. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, dass als فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّى وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Das heißt, als sein Herr sich dem Berg gezeigt hat, ist der Berg in sich zusammengefallen. Oder ist der Berg zu Staub zusammengefallen und Moses a.s. in Ohnmacht. Insofern ist ja diese Antwort ganz klar, dass wenn sogar dieser Berg mit all seiner Festigkeit diesen Anblick nicht standhalten kann, dann wirst du das Moses mit deinem Fleisch und deinen Knochen erst recht nicht können. Insofern ist der Beweis, warum Moses ihn nicht sehen kann, hiermit eindeutig gegeben. Denn sonst hätte er, subhanahu wa ta'ala, nicht das Beispiel mit dem Berg erwähnt. Und dann ist auch noch das fünfte Argument, dass Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist imstande dazu, sich dem Berg zu zeigen und dass der Berg nicht in sich zusammenfällt. Ist diese Sache möglich oder nicht möglich? Allah ist zu allem imstande. Aber davon hat doch Allah gerade die Sichtung abhängig gemacht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wenn der Berg diesem Anblick standhalten kann, dann wird der Berg mich sehen. Also ist es möglich, Allah zu sehen. Nochmal, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sichtung abhängig gemacht davon, ob der Berg es aushalten wird, ihn sehen zu können. Wenn diese Wahrscheinlichkeit gar nicht besteht, warum sollte sich Allah den Berg dann zeigen? Denn wir glauben, Allah Azza wa Jal ist imstande dazu, den Berg dazu zu bringen, dass er Allah Azza wa Jal sehen kann. Und davon hat ja Allah gerade, subhanahu wa ta'ala, in der Ayah die Sichtung abhängig gemacht. Also ist dieser Verweis auf den Berg Beweis dafür, dass Allah gesehen werden kann. طيب. Sechstens. Wenn wir das fünfte verstanden haben, dann sagen wir sechstens, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich einem Berg zeigen kann und der Berg ihn sehen kann, ja, wenn der Berg Allah Azza wa Jal sehen kann, wenn Allah es natürlich so bestimmt hat, was zwar nicht in diesem Fall war, aber wir haben gesagt, es ist logisch möglich, denn wenn es logisch gar nicht möglich ist, dann würde das Beispiel gar keinen Sinn machen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich einem Berg zeigen kann und dieser Berg bestehen bleibt, obwohl er ein Geschöpf ist, das nicht belohnt und bestraft wird, dann sollte ein Mensch, der belohnt und bestraft wird von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht im Diesseits, sondern im Jenseits erst recht das Recht dazu haben, seinen Herrn subhanahu wa ta'ala sehen zu können. Also wenn es möglich ist, in Bezug auf
leblose Materie, dann erst recht auf die Lebenden. Wenn die Lebenden, für sie ist es ja eine Belohnung für ihre Taten, die sie gemacht haben, und eine Ehrung im Paradies. Siebtens, Allah subhanahu wa ta'ala hat Moses angesprochen. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah hat mit Moses direkt gesprochen, unmittelbar, ohne Jibril dazwischen. Und in einer anderen Aya, إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ, als sein Herr ihn rief. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat Moses gerufen, Allah hat mit Moses gesprochen und Musa alayhi salam hat Allah azza wa jal sprechen hören. Und wenn diese Sache möglich ist und diese Sache auch wirklich stattgefunden hat, dass Moses seinen Herrn gehört hat, wie er mit ihm spricht, ohne dass es dazwischen einen Vermittler gab, wie Jibril alayhi salatu wassalam, dann erstens, warum dann nicht, dass er ihn sehen kann? Manche Gelehrte sagen sogar, dann erst recht, dass er ihn sehen kann. Denn die Argumentation, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesehen werden kann, mit der Begründung, dass Allah azza wa jalla den Menschen nicht ähnelt, ist die gleiche Argumentation, wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht nicht, denn wenn er spricht, dann ist er wie ein Mensch. Ja. Insofern, wenn man das eine, an das eine glaubt, hat man grundsätzlich gesehen, wenn man Prinzipien hat in seiner Aqida, auch kein Problem mit dem anderen Phänomen. Was ihre Argumente angeht, du wirst mich nicht sehen können, so fragen wir, schaut, und das ist auch eine schöne Sache, dass man guckt im Koran Karim und dort schon glasklare Argumente findet. Allah sagt, du wirst mich nicht sehen können. Die Frage ist, bezieht sich das auf das Diesseits? Wir sagen, ja, es bezieht sich auf das Diesseits. Die anderen sagen, es bezieht sich auf das Diesseits und das Jenseits. Sagen wir, okay, ihr sagt das Wort Lan, Lan im Arabisch heißt, du wirst nicht. Okay? Das Lan auf Arabisch ist die Verneinung für die Zukunft. Lan tarani, du wirst mich nicht sehen. Dann sagen wir, okay, dieses Wort Lan kommt in einer anderen Ayah im Koran ebenfalls vor, wo Allah sagte, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Allah sagt über die Juden, sie werden den Tod sich niemals wünschen. Sie werden sich den Tod niemals wünschen. Worum geht's? Weil sie sagten zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wir sind das auserwählte Volk. Und wenn wir gestorben sind, gehen wir ins Paradies. Und selbst wenn wir bestraft würden, dann wäre es nur für eine Anzahl von Tagen, dann dürfen wir ins Paradies gehen. So sagt der Koran Karim zu den Juden, dann wünscht euch doch den Tod. Wenn du davon überzeugt bist, dass du ins Paradies kommst, wenn du dich vom Dach runterstürzt, dann machst du. Was willst du denn in dieser Welt noch machen? Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vor die Wahl gestellt worden ist, du kommst jetzt ins Paradies oder du darfst noch ein bisschen länger auf der Erde bleiben. Hast du gesagt, ich gehe ins Paradies? Sofort. In dem Moment kam der Todesengel, hat seine Seele genommen. Wenn du weißt, dass du jetzt ins Paradies gehst, dann solltest du keine Sekunde zögern zu gehen. Nur diese Gewissheit, hast du die, dass du ins Paradies gehst? Wer ist derjenige, der bestimmt über Allah azza wa jalla? Da sie gesagt haben, wir gehen ins Paradies, sagt Allah Koran zu ihnen, dann wünscht euch doch den Tod. Allah sagt aber, sie werden sich ihn niemals wünschen. Da kommt dieses Wort Lan vor. Lan. Sie werden ihn sich niemals wünschen. Okay? Lan. Und gleichzeitig, Allah berichtet im Koran Karim, Surat Zuhruf, Vers 77, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكْ. Sie werden rufen, Malik, lass deinen Herrn uns ein Ende bereiten. Worum geht's? Malik ist der Wächter der Hölle, der Engel, der für die Hölle verantwortlich ist. Und die Höllenbewohner werden sagen, Malik sagt zu Allah,
dass er uns sterben lassen soll. Also wünschen sie sich den Tod. Also kann sich das erste Lernen im Diesseits nicht bezogen haben auf das Jenseits. Und gemeint ist eben im Diesseits. Insofern findet man sehr schön, wenn man nachdenkt, auch im Koran al-Karim Beweise dafür. Ihr zweites Argument aus dem Koran war, La tudrikuhu al-Absar, ihn umfassen die Blicke nicht. Surah Nummer 6, Vers 103. Und dann sagen wir, die Ayah stimmt. Und keiner hat behauptet, dass Allah Azza wa Jal umfassend gesehen werden wird. Wir haben nur gesagt, dass Allah gesehen wird. Umfassend gesehen wird, das heißt, wenn du umfassend etwas siehst, siehst du jede Sache davon. Jedes Detail davon. Das hat keiner von uns behauptet. Kein Muslim hat so etwas behauptet, denn Allah Azza wa Jal ist Akbar. Allah ist seine Größe, das kann man sich nicht vorstellen. Wir werden das sehen, was Allah Azza wa Jal uns von sich zeigt. Keiner hat behauptet, dass Allah umfassend sehen werden kann. Insofern ist diese Ayah überhaupt gar kein Widerspruch. Und zweitens auch nicht in der Deutlichkeit, wie die Deutlichkeit, dass man Allah Azza wa Jal sehen werden kann. Das waren jetzt Ayat aus dem Koran und die Schein-Ayat, also die Schein-Gegenargumente ebenfalls aus dem Koran al-Karim. Jetzt schauen wir uns noch, nachdem wir jetzt Alhamdulillah klar und deutlich wissen, dass die Aqidah der Ahl Sunnah al-Jama'ah ist, dass Allah Azza wa Jal im Jenseits gesehen wird und dass Subhanallah al-Azim, dass es die größte Ni'ma ist überhaupt. Und jetzt kommt jemand und will dir sagen, nee, das gibt es trotzdem nicht. Das ist ja schlimmer, als wenn jemand zu dir sagen würde, weißt du, das Paradies gibt es doch nicht. Warum sind wir denn hier? Was machen wir? Ja, die ganzen Jahre haben wir davon gesprochen, plötzlich gibt es doch nicht. Das ist schlimmer als das, weil das Göttliche ist nicht vergleichbar mit dem Erschaffenen.